Hallo alle zusammen. Erfahren Sie, wie Sie Daten von Software Betriffs RAID von Linux-Betriebssystemen wiederherstellen, wie man Betriffs RAID 5 erstellt, wie man nicht funktionierende Festplatten ersetzt und wie man verlorene Daten aus einem beschädigten Array wiederherstellt. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Eine gängige Methode zur Erstellung eines RAID-Arrays unter Linux ist die Verwendung MDAMD und LeVer, über die Sie in früheren Videos mehr erfahren können. Zusätzlich zu diesen Tools gibt es eine integrierte RAID-Unterstützung in Betriffsdateisystemen. Um Datenträger-Arrays zu erstellen und damit zu arbeiten, umgeht dieses Dateisystem seine eigenen Funktionen. Anschließend werden wir diese Funktionen im Detail betrachten. Betriffs ist ein modernes Dateisystem mit Copy- und Write-Funktionalität mit eingebauter RAID-Unterstützung. Die Idee hinter dieser Funktion ist, dass vorhandene Dateien beim Kopieren alter Dateien mit überschreiben, was wiederum die Wiederherstellung im Notfall vereinfacht. Da einfach Unterbrechung des Schreibvorgangs den vorherigen Status der Daten nicht beeinflusst. Betreffs speichert Metadaten getrennt von den Dateisystemdaten und Sie können verschiedene RAID-Level für Daten und Metadaten gleichzeitig verwenden, das ist sein Hauptvorteil. Außerdem soll dieses Journalsystem eine bessere Speicherverwaltung und verbesserte Dateiintegrierungsfunktionen in Linux bieten. Bevor Sie Betriffs verwenden, müssen Sie Tools zur Verwaltung dieses Dateisystems installieren, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Und bevor Sie ein RAID aufbauen können, müssen Sie ein Einheitsverzeichnis für das Betriffsdateisystem erstellen. Sie können ein Verzeichnis erstellen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen. Wobei Data sein Name ist. Nun können Sie mit der Erstellung des Arrays beginnen. Für das Betriffsdateisystem ist es nicht erforderlich, dass Sie Ihre Festplatte partitionieren, um ein RAID zu erstellen. Sie können ganze Festplatten oder Partitionieren verwenden oder sogar Festplatten mit Partitionieren kombinieren, um einen RAID-Verbund zu bilden. Ich werde zum Beispiel zeigen, wie man ein fünftes RAID mit 5 Laufwerken erstellt. Wo L, Tag oder Name des Dateisystems. Parameter D wird verwendet, um den RAID 5 Typ für Dateisystemdaten einzustellen. M wird verwendet, um den RAID 5 Typ für Dateisysteme mit Daten festzulegen. F wird verwendet, um die Erstellung eines Betriffsdateisystems zu erzwingen, auch wenn eine der Festplatten ein anderes Dateisystem hat. Danach können Sie das Betriffs-RAID mit jedem der Laufwerke, die Teil des Arrays sind, mounten. In meinem Fall habe ich 5 Laufwerke verwendet, um ein Disk-Array CDB, CDC, CDD, CD und CDF zu erstellen. So kann ich die Daten des Dateisystems im Verzeichnis Daten mit dem Laufwerk CDB mounten. Öffnen Sie die Datenträgerverwaltung und mounten Sie unseren Datenträger, dann ist er zugänglich. Alternativ können Sie den Datenträger mit dem folgenden Befehl mounten.
Und um das zu überprüfen, führen wir den Befehl sudo dev f aus. Wie Sie sehen können, ist das btrs-RAID-Array im Verzeichnis Data verständigt. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um Informationen zur Verwendung des Arrays durch das System belegten und freier Speicherplatz anzuzeigen. Und um das Array auszuhängen, geben Sie einfach den Befehl. Der Befehl betreffs replace wird verwendet, um das Laufwerk zu ersetzen. Er wird als Synchronisierer geführt, sodass der erste gemeldete Befehl lautet: zum Starten Start, zum Stoppen Cancel und um den Status zu erfahren Status. Zunächst müssen Sie die Nummer der beschädigten Laufwerks ermitteln, indem Sie den Befehl ausführen, sudo betreffs filesystem show. Ersetzen Sie dann das Laufwerk durch ein neues mit dem folgenden Befehl. Wo 3 ist die Nummer des fehlenden Laufwerks, CDG-Code des neuen Laufwerks. Um ein beschädigtes BTRS wiederherzustellen, verwenden Sie die Montieren-Funktion. Recovery gehen Sie den folgenden Befehl ein. Danach wird der Wiederherstellungsprozess gestartet. Auch das zuverlässige und fehlertolerante System kann ausfallen. Systemfehler, Laufwerkfehler, Hardwarefehler, beschädigte Metadaten, versandliches Löschen und Fehlerkonfigurationen können zu RAID-Ausfällen und dem Verlust wichtiger Daten führen. Verwenden Sie in diesem Fall das Programm Hetman RAID Recovery. Das Programm kann Daten von nicht funktionierenden RAID-Arrays oder Festplatten wiederherstellen, die Teil davon waren. Das Dienstprogramm liest alle bekannten Informationen über das Array und erstellt das zerstörte RAID neu. Sie können alle gefundenen Daten daraus kopieren. Schließen Sie die Festplatten an einen Windows-Computer an, verwenden Sie eine virtuelle Maschine oder installieren Sie Windows als zweites System nach Linux auf Ihrem Computer. Es scannt automatisch die Festplatten und zeigt alle möglichen Informationen über Ihr Array an. Wie Sie sehen können, verwendet im Fall von btrs-RAID die Festplatten nicht zu einem Array zusammengefügt, was auf die Art der Konstruktion zurückzuführen ist. Und alle Informationen werden entsprechend dem RAID-Typ gespeichert. Um den Wiederherstellungsprozess zu starten, öffnen Sie Ihren Datenträger-Manager, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine der Festplatten, aus denen das Array besteht, und führen Sie einen schnellen Scan durch. Wenn Sie eine der Festplatten scannen, wird das Ergebnis identisch sein, da Sie alle Teil derselben Array sind. Wenn die Analyse abgeschlossen ist, zeigt das Programm die gefundenen Dateien an. Hier können Sie eine Vorschau anzeigen, die es Ihnen erleichtert, die gewünschten Bilder und Videos zu finden. Wählen Sie die Dateien, die Sie zurückgeben möchten, und klicken Sie auf Wiederherstellen. Geben Sie den Pfad an, indem Sie die Dateien speichern möchten, und klicken Sie erneut auf Wiederherstellen. Wenn Sie fertig sind, befinden sich alle Dateien in den angegebenen Ordner. Wenn die Schnellsuche die benötigten Dateien nicht gefunden hat, führen Sie die vollständige Analyse durch. Diese Art der Analyse dauert zwar länger, findet aber alle auf dem Datenträger verbliebenen Daten und längst gelöschte Dateien. Da es sich um das fünfte RAID handelt, bleiben alle Informationen bei Ausfall eines Laufwerks intakt. Aber wenn zwei Laufwerke ausfallen, wird ein Teil der Informationen beschädigt. btrs unterstützt Datenkompression auf Datei System-Ebene.
Dies bedeutet, dass vorhandene Informationen auf der Festplatte automatisch kombiniert werden, wenn neue Daten geschrieben werden. Beim Zugriff auf Dateien, die im Dateisystem gespeichert sind, werden die Daten dieser Dateien automatisch entkomprimiert. Die Dateisystemfunktion spart Speicherplatz und Zeit bei der Suche nach einem Dateikomprimierungsprogramm eines Drittanbieters. Bedeckt unterstützt zwei Haupttypen der Dateikomprimierung: zlib, lso und ctsd. Ihr Hauptunterschied ist die Kompressionsgeschwindigkeit. Unser Programm unterstützt die Wiederherstellung von komprimierten Dateien jedes dieser Dateitypen. In der Oberfläche des Programms werden die komprimierten Volumes und Dateien wie folgt angezeigt, wie sie sein können. Sind sie farblich vorhergehoben? Ein weiterer großer Vorteil des WTS-Dateisystems ist die Erstellung von Subvolumes. In einfachen Worten, Sie können zum Beispiel drei verschiedene Platten Subvolumes auf einem Laufwerk erstellen. Diese Subvolumes sind in der Lage, sich selbst mit der Hilfe des freien Platzes eines anderen Volumes zu erweitern. Mit dieser Funktion können Sie bei Bedarf eine Festplatte ohne Komprimierung und Datenübertragung mit Hilfe einer anderen Festplatte erweitern. Diese Subvolumes werden im Programm wie folgt angezeigt. Es sind die Festplatten innerhalb des primären Laufwerks. Die Snapshots-Ordner werden im Programm auf die gleiche Weise angezeigt. Der folgende Befehl wird verwendet, um Subvolumes zu erstellen. Und um eine Liste der Subvolumes auf diesem Laufwerk anzuzeigen, führen Sie den Befehl. Um ein Subvolumen fest zu verdrahten, führen Sie den folgenden Befehl aus. Dabei ist SDB1 der Code der Festplatte. Es gibt eine kleine Anzahl von Datenträgungstools, die WTS-RAID lesen können. Bedenken Sie bei der Auswahl, dass dabei Informationen verloren gehen können. Beachten Sie die Funktionen RAID-Bild erstellen und aus Bild scannen. Die beste Lösung, um sich von dem Verlust wichtiger Daten zu schützen, ist jedoch, diese regelmäßig zu sichern. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video war für Sie nützlich. Vergessen Sie nicht, unseren YouTube-Kanal abonnieren. Daumen hoch, wenn Ihnen das Video gefallen hat. Stellen Sie Ihre Frage in den Kommentaren unter dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.